Das ist der Falcon 180 mit F3 Flugkontrolle. Die BNF-Version, also ohne Akku, ohne Fernsteuerung, ohne Empfänger und ohne FPV wie Kamera. Auf der Drohne sind die großen 2300 KV-Motoren montiert mit 40-45 Propeller. Und die Drohne wiegt stolze 340 Gramm ohne Akku, mit 4S-Akku fast 500 Gramm. Den F3-Flugcontroller habe ich um 90 Grad gedreht, sodass man an den USB-Anschluss kommt. Aufgespielt ist Betafly 3.0. Die ESC-Controller habe ich geflasht mit letzten BLHeli-Version, sodass die Motoren jetzt richtig gut arbeiten und schön abbremsen. Und vorne ist ein FlySky-Empfänger montiert mit 8 Kanal. Auf der Drohne kann man eine FPV-Kamera montieren mit einem Sender. Zum Testen habe ich zuerst ein 3S-Lipo verwendet. Und einen Lipo mit 4S, der richtig viel Power erzeugt. Zum Fliegen benutze ich eine Fernsteuerung von FlySky FSI6. Zuerst teste ich die Drohne mit dem 3S-Akku und hier sehe ich schon eigentlich ganz gute Performance. Die Motoren drehen sich gut dank BLHeli. Die Drohne reagiert schnell dank F3-Kontrolle. Also schon mit dem 3S-Akku eigentlich macht es viel Spaß damit zu fliegen. So, und jetzt kommt der 4S-Akku dran und hier geht es ja richtig ab. Also macht total viel Spaß mit dem Quadcopter zu fliegen. Recht gute Beschleunigung, zwar nicht 100%, aber reicht vollkommen aus. Also ich will an der Drohne nichts mehr ändern, alles so lassen, sie fliegt super schnell. Und würde später FPV-Kamera dran montieren und vielleicht damit dann auch mit Brille fliegen. Ja, und hier sieht man noch die LEDs, wie die umschalten bei Gas und Bremsen. Beim Links-Rechts-Lenken blinken die LEDs.